Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Heaven's Hope. Ich bin hier beim letzten Mal gegen Ende sehr planlos gewesen und ich war auch die letzten 10 Minuten ein wenig planlos, denn ich bin überall rumgelaufen, habe mit allen möglichen Leuten gesprochen und es hat zu keinem Ergebnis geführt. Und dann dachte ich mir, okay, guckst du halt mal ausnahmsweise in eine Lösung. Und das, was da drin stand, ist so abwegig, dass ich niemals von alleine drauf gekommen wäre, kann ich euch jetzt schon sagen. Also, ich hätte es niemals geschafft. Und zwar müssen wir einfach ein Pamphlet essen. Ja, ein Pamphlet essen? Ich reiß mir hier mal was ab. Boah, unglaublich. Unglaublich. Also ganz ehrlich, wer kommt da bitte drauf? Ein Haufen Spucke-Papierkügelchen. Was man damit wohl anstellen kann. Okay, Papierkügelchen? Das sind die Schnipsel, die von den Dekreten von Greta übrig geblieben sind. Okay, Strafzettel. Ach so, die Strafzettel-Schnipsel hat er jetzt... Okay, die hat er auch. Die Schnipsel, die von den Strafzetteln übrig geblieben sind. Okay, ich habe jetzt nicht weitergelesen, also ich habe in der Lösung, wie gesagt, nur bis zu diesem einen Wieso Punkt... Wieso sollte ich das machen? Keine Ahnung, nur bis zu diesem einen Punkt gescrollt und da stand drin, ist doch einfach mal ein bisschen Pamphlet. So, Papierkugel, Papierschnipsel, können wir das... Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Kannst du das vielleicht nochmal essen? Essen war ja dann hier das Mundsymbol. Aber nein, wir haben jetzt Papierkugel, Papier-Pamphlet-Schnipsel und Strafzettel-Schnipsel. Wieso sollte ich das machen? Ich weiß es nicht, weil das für mich hier noch absolut gar keinen Sinn ergibt. Können wir die? Pass mal auf. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ach, Moment. Papierkugeln. Ja, jetzt wo ich das gerade sehe, dass das hier Kugeln sind. Ah, passt auf. Okay. Das hatten wir schon mal ganz am Anfang, als wir den Heiligenschein... Muss ich das überhaupt gegen das Prisma schießen? Als wir den Heiligenschein runterschießen mussten und schon da war das mit der Steuerung sehr unausgewogen, wenn man das so sagen kann. Und es geht auch genauso unausgewogen. Du weißt, weiter. Wir können das Ganze hier auch abkürzen, wenn dir das lieber ist. Ja, nee. Ich hab getroffen. Jetzt fällt schon ein bisschen weniger Licht durch das Prisma. Ah, okay, müssen wir einfach hier auf den Strahl... Gut, dann ein bisschen mehr Power. So vielleicht, aber nicht zu viel. Das war auch noch zu wenig. Okay, das war gut. Nächster Treffer. Nee, er trifft doch das Prisma hier oben. Seht ihr? Das ist merkwürdig. Ich muss auf das Prisma schießen. Ja, gut, lassen wir das. Aber ziele hier hin und es funktioniert trotzdem irgendwie. Es ist ein klein wenig merkwürdig, echt jetzt. So, sollte aber doch jetzt... Ich ziele jetzt nochmal auf das Prisma. Ah, okay. Das Jawohl, hat jetzt getroffen. Funktioniert. Jetzt fällt schon nicht mehr viel Licht durch das Prisma. Okay, wie lange müssen wir das noch machen? Ah, okay, hat sich erledigt. Sehr gut. Es fällt kein Licht mehr durch das Prisma. Okay, danke. Der Pseudo-Feuereffekt von Michaels Schwert hat sich erledigt. Hier unten ohne Gottes Licht. Wirkt irgendwie kleiner so ohne Feuer. Ja, das stimmt. Du bist das manchmal. Gut. Was? Wir können das immer noch Schon nicht... Schon gut. Okay, so geht das auch nicht. Was? Wir können das immer noch nicht mitnehmen? Pamphlet-Schnipsel? Nee, das ergibt ja keinen Sinn. Schlüssel, können wir das austauschen irgendwie? Das hat nicht die Form eines Schwerts. Das... Okay, das funktioniert nicht. Das Buch... Ich wollte gar nicht ins Buch klicken. Das Buch ist sinnlos. Anselm, Bambusrohr eventuell. Das ist zumindest gleich lang. Ja. Ich habe tatsächlich das Schwert des Michael. Oh, Leute. Wer hätte das gedacht? Jetzt aber schnell wieder nach oben, damit wir diesen Exorzismus durchführen können und du wieder zurück in den Himmel kommst, bevor einer mitbekommt, dass du weg warst. Michael wird gucken, wenn du mit seinem Schwert auftauchst. Oh, wie cool, wir haben es. Die Frage ist jetzt... Irgendwie Nein. musst du hier wieder raus. Oh nee, jetzt sag mir nicht, dass ich den ganzen... Ich muss den ganzen Weg zurück, okay? Ich habe echt gehofft, dass ich das jetzt über die Karte ein bisschen abkürzen kann. Oh nö, jetzt wieder hier ganz vorsichtig entlang laufen. Na, das passt. Sehr schön. So. Und dann. Ach nee, kurbeln, natürlich. Also
Also da hätte man doch jetzt wirklich für den Rückweg, hätte man das doch so machen können, dass man die Karte nutzt, oder? Also mir gefällt das Spiel wirklich, ich finde es richtig gut, aber ich habe das ja schon mal angesprochen, an so zwei, drei Stellen, genauso wie mit diesem Rätsel hier, so an zwei, drei Stellen denkt man sich dann schon so, ja, warum ist das jetzt so gemacht, weil es einfach ein bisschen unglücklich für den Spieler dann ist, aber okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Was hatte ich eigentlich vor? Ich wollte mir erstmal das Schwert anschauen. Das Schwert von Michael. Das perfekte Werkzeug, um den Exorzismus durchzuführen. So, die Sache ist die, was brauchen wir denn alles noch? Greta auf Ritualplattform schaffen. Okay, das wird vermutlich nicht leicht. Den Schlüssel und das Schwert bei sich tragen, das haben wir. Schutzkreis betreten, Schutzkreis aktivieren. Okay, ist noch nicht wirklich wichtig, glaube ich, weil wir Greta noch nicht haben. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Und schau, ob wir, keine Ahnung, das Schwert vielleicht schon hinlegen können oder irgendwas. Ich weiß es nicht. So, das Ganze ist jetzt hier auch nicht mehr aktiviert, ne? Pass mal auf. Irgendein Symbol. Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass wir irgendwie die Bedeutung der Symbole noch rauskriegen müssen. Abgesehen von dem hier, weil das haben wir ja schon. So ein Röhrchen, was irgendwie in den Stein führt. Okay. Ein Hexagramm. Es steht, wie wir gelernt haben, bei einem Ritual. Ja, ja, okay. Und die Befähigung. Du brauchst etwas, das dir das Recht... Du brauchst ein Werkzeug, womit du die Trennung des Besessenen von dem... Ja, das habe ich ja jetzt. Das habe ich ja jetzt. Oh, Moment. Ja, hier kann ich ja nur wieder aktivieren. Einer der Ritualsteine für den Schutzkreis. Da sagt er nicht zum Symbol. Irgendein Symbol. Keine Ahnung, was... Irgendein Symbol... Ja, ich wollte das hier nochmal... Ich kann die ja alle aktivieren, ne? Ich kann die alle aktivieren. Pass mal auf. Wenn wir das da nochmal machen. Ich habe echt die Befürchtung, dass da noch irgendwas fehlt. So, komme ich so aus dem Schutzkreis? Nein, ich komme nicht aus dem Schutzkreis raus. Irgendein Symbol. Okay, da sagt er wieder nur irgendein Symbol. Kann ich vielleicht... Wieso sollte ich das machen? Ich weiß nicht. Wieso sollte ich das machen? Nee, ich glaube echt, das ist so noch nicht richtig. Pamphletschnipsel. Wieso sollte ich... Keine Ahnung, Talurel, ich weiß es nicht. Machen wir den Schutzkreis nochmal aus. So, irgendetwas scheint ja tatsächlich noch zu fehlen. Abgesehen natürlich von Greta hier auf dem Ritualplatz. Die fehlt sowieso noch. Ich glaube, ich gehe jetzt aber erstmal zu Blumfort. Denn Blumfort ist manchmal eine große Hilfe, wenn man ihn dann anquatscht und er vielleicht noch ein, zwei Sachen sagt, wo man denkt, hey, das habe ich vergessen. So, Blumfort, mein Freund. Huch, mein Freund. Hallo, Blumfort. Hallo, Talo. So, ich habe mit Vladic gesprochen. Ich habe mit Vladic gesprochen. Oder er hat mit mir gesprochen. Und? Konntest du ihn überzeugen, die Flugmaschine in die Kneipengasse zu schaffen? Nun ja, er hat sich das schaffen. Was? Was? Plötzlich ist der Dialog weg? Ich habe nicht geklickt. Ja, aber ich muss vorher noch was machen. Ich muss vorher noch einen Exorzismus durchführen. Das hatten wir doch schon in der letzten Folge, oder? Was? Nun ja, irgendwie ist wegen mir so... Ich glaube, das hatten wir schon. Und Vladic hat gesagt, er schafft die... Muss ich Greta auf die Reihe bekommen. Kurz, okay. Ich muss... Aha, dann mach das mal. Na, super. Und komm wieder, wenn... Na, super. Ich gehe dann mal. Okay, also kann er auch nicht wirklich helfen. Strafzettel. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Okay. So, und wenn wir jetzt nochmal mit dem Bartholomäus sprechen, das wäre eventuell noch eine Option, ne? Dass wir ihm jetzt sagen, wir haben im Endeffekt alles, außer natürlich Greta, wie der da mal steht, ne? So total fertig und traurig. Hallo, Pater Bart. Hallo. So, hallo, wie bekommen wir denn... Ich habe ein... Was sagt der da nochmal? Das könnte schwer werden. Greta hat sich glossen. Den Geräuschen, die aus ihrem Büro kommen, zu folgen, bei sich... Das Einzige, was seitdem aus der geschmissen hat. Da brauchen wir tatsächlich Hilfe. Also... Wieso? Ja, okay. Ja, ich beichtet. Aber wie überzeuge ich ihn davon? Da musst du dir... Irgendwie musst du ihm beweisen, dass Greta tatsächlich... Dass Greta... Gut, Ritualplan. Ich gehe es nochmal eben ganz schnell durch. Du musst erst den Kopf vorher können. Die korrekte Plan vor allem... Okay. Ich gehe da. So, Greta ist hier hinten drin. Und wir müssen ihm beweisen, also dem McCullen beweisen, dass die nicht ganz bei sich Greta ist. Saal. Da gehst du lieber nicht rein. Okay, mit dem Spiegel, das habe ich ja in der letzten Folge schon mal probiert. Die Maus, ja, aber das ergibt... Greta Saal. Ja gut, er möchte da gar nichts mit kombinieren mit dieser Tür, ne?
Gretas Saal. Wie sollen wir ihm das beweisen? Also, Schwert, Strafzettel, Schnipsel. Können wir nicht die... Ach nee, kann er ja nicht. Gretas Saal. Ja, ja, okay. Gut, also Schlüssel von Petrus wird uns da nicht weiterhelfen. Das ist das Buch. Anselm wüsste ich jetzt auch nicht. Das Geistding können wir da wahrscheinlich auch nicht benutzen. Okay. So, die Maus, die Streichhölzer, der Spiegel. Weihwasser ergibt auch wenig Sinn. Jetzt haben wir das erste Rätsel gelöst. Das ist mit diesen blöden Papierschnipseln, mit dem Pamphlet-Essen. Und jetzt stehe ich schon wieder vor dem nächsten Problem. Der ist bestimmt noch ganz schön sauer. Ich kann da nicht mit leeren Händen reingehen. Überzeugen. Ja, überzeugen. Wie denn? Hallo, Ma. Hallo. Ich gehe da mal. Ich gehe da mal. Gut. Ich habe echt keinen Plan, Leute. Ich habe wirklich keinen Plan. In der Gasse. In der Gasse. Ich überlege auch gerade, ob wir vielleicht nochmal zu der Schneiderin gehen sollten. Aber ich wüsste echt nicht, warum. Also zumindest brauchen wir keine Gegenstände von den Leuten. Ach, hallo. Keine Gegenstände von den Leuten. Aber es kann ja immer mal sein, dass sie plötzlich was anderes sagen. Hallo? Ich. Okay, was steht hier drauf? Da steht, das Ende ist nahe. Ohne Worte. Okay, das Ende ist nahe. Friedhof, Papp. Nee, Leute. Nee, nee, nee. So kann es nicht weitergehen. Ich muss jetzt mal... Pass mal auf, Weihwasser. Passt auf. Können wir die Papierschnipsel... Das klappt so nicht. ...verbrennen? Nein, das klappt so nicht. Wieso sollte ich das... Das ergibt keinen Sinn. Können wir die irgendwie Wieso aufspießen? Sollte ich das machen? Nein, das ergibt keinen Sinn. Was sagt er denn die nochmal? Die Schnipsel, die von den Strafzetteln... Die von den Strafzetteln übrig geblieben sind. Und das sind die Pamphlet-Schnipsel. Das sind die Schnipsel, die von den Dekreten von Greta übrig geblieben sind. So, das ist ja schon mal gut, weil die sind definitiv von Greta. Und wenn wir damit... Anselm, nee, das geht nicht. Ich dachte jetzt gerade, wenn wir damit irgendwie... Wir haben ja auch sonst nichts mehr. Damit, was machen die Maus? Wieso sollte ich das machen? Nee, das ergibt keinen Sinn. Streichhölzer, Spiegel, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Tja, Leute. Ein Schild? Nee, das ist auch immer nur das Gleiche. Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht können wir die Pamphlet-Schnipsel, also die, die wirklich von Greta sind, wieder zusammenkleben und dem McCallum dann zeigen. Das Problem ist, also... Das klappt so. Taloril, wo bist du eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich die zusammenkleben soll. Ich habe keinen Kleber und nix. Bei Karim finde ich nichts. Sie will nicht mit mir reden. Da komme ich nicht rein. Da ist nur die Bibliothek, wobei es da sein könnte, dass wir irgendwie Leim oder sowas finden. Das wäre noch eine Option, aber nee, doch nicht. Nee, hätte ja sein können, dass hier irgendwie ein kleines Fässchen oder so rumsteht. Aber nein. So, Papp können wir auch vergessen. Ich gehe jetzt doch nochmal hier hin. In die Schneiderei oder aber zu Sir Edwin. Hier ist ja... Ach, das ist keine Grimassen schneiden. Da können wir das vielleicht noch ein mitnehmen. Schild steht, wer sein Gerät... Ja, ja, okay, das hatten wir alles schon. Aber mitnehmen können wir es nicht. Hier ist nur die Tränke. Ich gehe da jetzt echt nochmal rein. Vielleicht hat der irgendetwas... Was so ähnlich ist wie Kleber. Ach, der ist gar nicht da. Ja, fantastisch. Können wir hier den Laden ausrauben? Hm, eine Mosaikmaske. Ja, nee. Nee, nee, nee. Das sieht nicht so aus, als wäre hier was. Das hier möchte ich so gerne mitnehmen. Das sieht gruselig aus, sagt er. Nein, okay. Ein Morgenstern. Ziemlich praktisch, sowas. Nee, nehmen wir auch nicht mit. Okay. So, Schneiderei. Vielleicht können wir die Schnipsel mit Nadel und Faden zusammenbinden. Was auch total sinnlos ist. Ach, die ist auch gar nicht da. Die ist gar nicht da und ich Das heißt, ich komme auch gar nicht ins Hinterzimmer. Ja, gut. Gut, hat sich das erledigt. Leute, zurück zu Bill. Der hat auch so viel Kram in seinem Häuschen rumstehen. Oder vielleicht auch in der Scheune, ich weiß ja nicht. Kommen wir da denn noch rein? Verschloss. Nee, schade, kommen wir gar nicht. Okay, Petrus, mit dir müssen wir gerade nicht quatschen. Stube. Dann gehen wir mal hier rein. So, hallo Bill. Schön, dich wiederzusehen. Hallo Bill. Hallo. So, es geht um Greta. Es geht um Greta. Oh nein. Was ist denn mit der schon wieder?
Sie ist von einem Dämon besessen. Sie wurde besessen. Von einem Dämon. Jetzt übertreibst du aber. Nein, wirklich. Eigentlich von einem Engel. Also einem Gefallenen, aber das kommt ja aufs Gleiche raus. Kannst du mir helfen? Ein Dämon? Ich meine, Greta hat bestimmt nicht mehr alle Seiten in der Bibel, aber ein Dämon? Ja, und ich brauche Hilfe beim Exorzismus. Wir müssen uns Greta schnappen und sie zum alten Steinkreis bringen. Exorzismus? Das klingt gefährlich. Und man kann doch nicht einfach so jemanden von der Inquisition gefangen nehmen. Kommt man dafür nicht in die Hölle? Das hätten die wohl gern. Und was, wenn du dich irrst? Hast du dafür irgendwelche Beweise? Was? Natürlich kann ich das beweisen. Bill das Dekret von der Mühle zeigen, Bill das Dekret aus dem Kornfeld zeigen. Natürlich kann ich das beweisen, von der Kirche zeigen. Ich gehe davon aus, dass das vermutlich alles nichts bringen wird. Natürlich kann ich das beweisen. Schau hier, was sie für ein irres Zeug verbreitet. Sieh hier. Da es in der Vergangenheit zu wiederholten Störungen der Heiligen Messe durch Lärm gekommen ist, verfüge ich, dass spielende Kinder umgehend aufgegriffen und ihren Eltern übergeben werden. Das wird nichts bringen. Die Ordnung in der Kirche muss aufrechterhalten werden. Gezeichnet Retter. Also, das hört sich für mich eigentlich nach dem ganz normalen Wahnsinn von Retter an. Okay. Nichts Besonderes. Ja, das stimmt wenn wohl. Wenn du diese wilden Behauptungen irgendwie beweisen kannst, helfe ich dir gern. Aber wir können doch nicht an jeder dahergelaufenen Furie einen Exorzismus durchführen. Doch. Wo kämen wir denn dahin? Leute, ich gehe da mal. Ich gehe da mal. Es ist genau so, wie ich mir das vorstelle. Das klappt so nicht. Ich brauche Kleber oder so. Ich muss den Kram hier irgendwie zusammenkleben, damit das absoluten Schwachsinn ergibt. Und damit er uns dann hilft. Wie das dann mit McCallum ist, ob er uns dann auch hilft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gucke ich mal in den Schrank und hoffe, da ist Kleber drin. Durch den Spalt kann ein... Okay, nein. Ich muss die zusammenkleben. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Ich habe auch nur die Sachen im Inventar. Mit der Spiegel kann ich kleben, die Streichhölzer können nicht kleben, die Maus nicht. Anselm, die Kerze auf dem Kopf mit Wachs eventuell, aber das... Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Da kannst du mit Anselm nichts erreichen. Da kann ich mit... Gut. Strafzettel und das sind die Pamphlet. Warum? Wieso soll... Okay, geht das vielleicht andersrum? Wieso sollte ich das... Nein. Ich muss die kombinieren. 100%. Ich kann nicht die auf dem Schwert aufspießen. Nein. Leute, ich brauche Kleber. Kleber. Ich habe gerade noch eine Idee. Und zwar, ich hoffe, sie ist nicht allzu blöd. Ich gehe nochmal kurz zurück zu Blumfort. Und gehe hinten in die Kammer, wo wir auch beim... Naja, nicht beim letzten Mal, sondern irgendwann mal die Farbe gefunden haben. Da steht ja allerlei Kram rum. Und ich hoffe, dass da einfach auch... Oder was ist damit? Eine Flamme. Nee. Dass da einfach mal ein bisschen Kleber oder sowas rumsteht. Ich muss die zusammenkleben. Ich bin mir sicher. Nur wie? So, hier ist auf jeden Fall Farbe. Werkzeug. Oder kann ich da noch irgendwas mitnehmen? Was sollte ich denn da... Ich habe keine Ahnung. Kein Kleber oder so? Nein. Och, Menno, ich drück mal eben kurz die Hotspot-Anzeige, damit ich auch nichts übersehe, aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Dabei ist die Idee doch voll gut. Ich kann ja nochmal... Wieso sollte ich ja, das machen? Keine Ahnung, ich dachte vielleicht irgendwie ins Buch zu kleben. Nee, mit Anselm geht es sowieso nicht. Streichhölzer... Das klappt nee, so ergibt nicht. Keinen Sinn. Wieso sollte... Ergibt keinen Sinn. Ich möchte es nur... Das klappt. Gut, ich möchte es nur gemacht haben, damit ich nicht nachher sagen kann, das habe ich total vergessen. So, passt mal auf. Ist hier irgendetwas, was klebt? Ich überlege gerade... Irgendwelche Bienen oder Honig oder so, ich glaube nicht. Das Honigbrot, aber das gibt uns die Maler ja nicht mehr, von daher... Oh, die Hexe. Die Hexe, Leute, natürlich. Eventuell kann die noch was ausrichten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, aber ein Versuch ist es wert, oder? Hallo, hallo. So, kennst du dich mit Ritualen aus? Kennst du dich vielleicht mit Ritualen aus? Ein wenig. Okay, ich habe einen geeigneten Ritualplatz. Ich habe ein altes Hünengrab gefunden. Oben in der Nähe der Mühle. Kennst du das vielleicht?
Natürlich. Ach, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Da oben sind ganz tolle Energien. Ein wirklich guter Ort für einen Exorzismus. Sehr schön, das freut mich. Das bringt mich aber nicht weiter. Auf den Steinen beim Hünengrab sind so seltsame Symbole, wenn man den Schutzkreis aktiviert. Das sind so Dreiecke. Manche auf der Spitze und manche mit einem Schnörkel. Und ein sechseckiger Stern. Sagt dir das was? Also der sechseckige Stern ist ein Hexagramm. Das ist ein Schutzsymbol gegen Dämonen und Feuer. Diese Dreiecke, die kenne ich nicht. Sehen aber irgendwie alchemistisch aus. Komisch. Bartholomäus hat was ganz anderes über dieses Hexagramm erzählt. Okay, was hat der nochmal gesagt? Ich gehe da mal wieder. Mutter Erde, sei Zeuge deiner Taten. Okay, sie hat jetzt gesagt, gegen Feuer und... Was war das noch? Keine Ahnung. Bartholomäus hat was anderes gesagt. Aber gut, ich glaube, wir kommen der Sache so ein bisschen näher. Können wir vielleicht den Pilz jetzt mitnehmen? Auf gar keinen Fall. Okay, ja gut. Auch kein Kleber, kein Leim, gar nichts. Okay.